Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir completen diese Mission hier. Ah. Ich habe einmal B zu viel gedrückt. Genau so einen Bockblin hatte ich gedacht. Damit lässt sich arbeiten. Können wir uns dieses Bild ausleihen? Klar. Ja, das kriege ich hin. Darauf ist Verlass. Ach nee, jetzt singt er schon wieder. Auf zu singen. Das hört sich immer so weird an. LOL! Okay, WTF. Als ob da genau diese Skulptur genommen wird. Ich dachte, da wird einfach eine Random-Skulptur genommen. Vielleicht hätte ich ja doch geilere Bilder machen sollen. Aber ich habe ein Königsgeorg-Bild, das so fucking geil ist. Platziere die Skulptur auf der Bühne dort. Unmöglich. Hä? Unsere Firmenpolitik. Wir übernehmen keine Verantwortung für unfertige Produkte. Wie kriege ich die jetzt Skulpturen auf die Bühne? Sieht so lebendig aus. Rechnet direkt damit, dass einem gleich das liebliche Aroma dieses Monsters in die Nase steigt. Bäh. Einfach herrlich, genau das habe ich mir gewünscht. Stimmt, wirkt überraschend lebendig, die Skulptur. Naja, zeigen wir diesen Meisterwerk allen im Dorf. Seht her, alle miteinander. Seht ihr euch an, den weithin berühmt-berüchtigten Bockblin. Nur hier könnt ihr ihn aus der Nähe bewundern. Nur hier. Irgendwie ist er auch ein bisschen niedlich. So, nach euren Augen werden nun eure Ohren verwöhnt. Und zwar mit einem kleinen Vortrag. Diese liebenswerte Racker ist ein Bockblin. Sie sind in ganz Hyrule zu finden und kaum ein Monster bekommt man so oft zum Gesicht. Mit ihren großen Ohren und süßen Schnäuzen möchte man sie direkt knuddeln. Aber man sollte sich nur nähern, wenn man weiß, was man tut, denn sie sind keine guten Konversationspartner. Oh, wenn man das hört, gewinnt man sie irgendwie lieb. Wenn man sie hasst, kennt man sie noch nicht. Beobachten und lernen. Und das soll unser Streben sein. Ich dachte gerade, das soll unser Sterben sein. Bitte seht euch dieses wundervolle Exemplar an, wann immer ihr wollt. Danke, danke. Du hast nicht nur auch meinen Bruder, sondern auch mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich nicht vergessen. Nimm das hier zum Dank. Es handelt sich um ein kleines Schmankerl aus eigener Produktion. Das Bild war großartig. Du musst wirklich ein großer Künstler sein. Es ist mein Traum, Skulpturen von Monstern aus aller Welt zu sammeln und meine Begeisterung mit allen zu teilen. Und du hast mir geholfen, den ersten Schritt zur Erfüllung dieses Traums zu machen. Ich kann auch mehr machen, wenn Interesse besteht. Hä, wirklich? Dann möchte ich als nächstes gerne ein Horrorblend angefertigt haben. Nicht sehr hilfreich. Ja, ich habe ein Bild. Ich überlege gerade. Ob wir uns nicht noch einen Kristall-Gigama holen sollen. Weil der noch so cool aussieht. Ja, ich habe ein Bild hier. Ja, Horrorblin, bla. Ja, hier, nimm das Bild. Jetzt kommt wieder dieser komische Sound.
Fertig, ganz sexy, versprochen. Diese Eindringlichkeit ist es, was eine Monsterskulptur als ausmacht. War nicht weiter schwer. Ja, ja, ich weiß. Firmenpolitik, ja, ich weiß. Die würde ich am liebsten gern hier unten so. Den Drachen, den will ich da oben draufstellen übrigens. Den Gigama will ich wahrscheinlich da hinten. So, ich hab's. Zeigen wir dieses Monster weg in allen im Dorf. Ja, ja, zeig es allen. Ich überlege echt noch einen Kristall-Gigama zu fotografieren. Neue Spezies, Horrorblin. Nur hier könnt ihr ihn aus der Nähe bewundern. Oh, eine neue Spezies. Ihr durftet gerade eure Augen weinen, doch jetzt leitet mal Ruhe für einen kurzen Vortrag. Lasst mich euch erneut sagen, dieses Vortrag für dieses Monster ist ein Horrorblend. Dabei handelt es sich um eine durch den Kataklysmus neu hervorgebrachte Spezies, die in Höhlen haust. Ich könnte sagen, der Kontrast von zäher Haut und bunter Mähne verleiht ihm ein äußerst stilvolles Aussehen. Möchtet ihr ihn unwillkürlich anfassen, in seine flauschige Mähne greifen? Dieses Bedürfnis verstehe ich nur zu gut. Doch sollte ein Horrorblend ist kein Schoßhündchen. Alle, die sich ihrer Fähigkeiten nicht sicher sind, sollten Abstand halten. Das hat schon Stil. Es lohnt sich stets, etwas Ungewohnten oder auf den ersten Blick Angestoßenen mit Offenheit entgegenzutreten. Oft führt dies zu Wertschätzung oder gar inniger Liebe. Oh Gott. Bitte seht euch dieses wundervolle Exemplar an, wann immer ihr wollt. Ja. Jo, danke. Ja, Schleisch, irgendwas, genau. Und nochmal Monster Essenz. Ja, noch mehr. Ja, also der will jetzt einen Gigama. Also den Monster-Dingsbums, also den Biberrock, okay, der sieht halt scheiße aus, ne? Ach, den Gigama will er erst danach. Ich guck mal gerade, das ist so blöd, dass wir das nicht als hier, dass wir das nicht hier nutzen können. Oh, Kristall-Gigama. Wäre eigentlich noch geiler, oder? Kristall-Gigama wäre eigentlich noch geiler, eigentlich, oder? Sollen wir uns einen Kristall-Gigama fotografieren? Ich meine, hier haben wir den Grior-König. Das sieht so fucking geil aus, das Bild. Aber hier wäre noch viel geiler der Kristall-Gigama. Ich werde den auch holen gehen. Ich find's geiler. Ich muss da nur kurz auf die Map gehen, damit ich genau weiß, wo ich einen finde. Und zwar heißen die ja Frogs, so wie ich das jetzt verstanden habe. So, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Crystal Frogs. Frogs, Blue White, Obsidian. Obsidian. Blue White, Blue White. Blue Crystal. Frogs, Frogs, Obsidian, Blue White, Blue White. Ich finde keinen. Vielleicht ist das ein Kristall-Gigama, ja, auch ein Blue White. Das ist es wahrscheinlich. Okay.
wie ich das verstehe. Genau. Okay, das ist ein bisschen zu weit entfernt. Außerdem ist da auch das... Ist das Lava-Gebiet da? Nee. Ich suche halt lieber einen, der wirklich direkt in der Nähe von der Root ist. Da. Okay, da genau hier, da. Genau hier ist einer. Das ist ja perfekt. Also hier ist der Leune und da ist tatsächlich der Gigama. Ja, perfekt. Das ist doch perfekt. Mach ich wenigstens ein cooleres Bild noch. Also neben uns ist ein Leune irgendwo. Irgendwo da. Und hier hinten ist ein Gigama anscheinend. Da ist der Leune. Silberne Leune, ja. Und hier ist irgendwo Kristallgigama. Ich würde gerne ein geiles Foto davon machen, halt. Ich will ja nur ein Foto von dir machen, du Mistvieh. Ist doch nice. Austauschen. Nice. So, haben eins. Ein geileres Bild. Problem ist, jetzt muss ich wieder nach da oben. Zum Glück kann ich die Texte jetzt auch skippen, weil die sagen eigentlich immer dasselbe, bis auf das, was Colton am Ende sagt. Zu dem Monster. Kann ich mich schön durchskippen. Boah, der Kriegerkönig, ne? Also darauf freue ich mich ja am meisten. Alter. Ich hoffe, das wird so eine riesen Ultrastatue einfach. Ach wait, ich kann mir aussuchen, wer da hingehört. Ich kann mir aussuchen?
wer dahin gehört? Oh, macht doch direkt den Dreherkönig. Lol, ich darf mir das aussuchen. Auf jeden Fall den Dreherkönig direkt. Direkt den Dreherkönig. Ich dachte, das ist gescriptet, aber du kannst dir das einfach aussuchen. Alter! Was? Alter! Yo, Alter! Alter, ist das crazy. Ja, let's go. Alter. Andere Monster zeigen, okay. Mich die Skulptur für einen Beaverrock. Ja, okay, er will einen Beaverrock. Wir haben doch einen fotografiert hier. Ja, das ist nicht das coolste Bild, ne, aber ja, ist schon okay. Der Griokönig ist einfach nur geil. Oh nice, der macht den sogar von der Front her. Nice. Das sieht auch ziemlich cool aus. Sollen wir den dann irgendwie hier stellen? Weil ich muss ja irgendwo noch den Gigama setzen, ne? Ich muss irgendwo noch den Gigama setzen. Okay. Ich glaube, das mit dem Griokönig war eine geile Idee eigentlich. Ich glaube, wir dürfen dann noch einen zweiten da hinsetzen. Seht her, das im Beaverrock ein wahrhaft unvergesslicher Anblick. Nur hier könnt ihr ihn aus der Nähe bewundern. Das soll ein Monster sein? Das sieht aus wie ein Steinhaufen. Habt ihr euch das gesehen? Dann gibt es jetzt noch etwas zu hören, nämlich einen kleinen Vortrag. Wie gesagt, faszinierendes Monster. Auch sein Burger, der für unbedarfte Betrachter wie ein Fels aussieht, ist ein anderer Monster. Der Beaverrock ist eine überaus landwürdige und großherzige Kreatur. Vielleicht gestattet euch einer von ihnen sogar, auf ihm euer Lager aufzuschlagen. Ach, wenn man ihn nur umarmen könnte. Doch leider würde ihr die Zuneigung wohl kaum erwidert. Wenn man kein Experte ist, sollte man besser Abstand halten. Echt? Och, Manu, ich wollte so gern drauf reiten. Neues kennenlernen und mit Neugier betrachten, das ist der Weg zu weniger Hass und mehr Liebe. Bitte seht euch dieses wundervolle Exemplar an, wann immer ihr wollt. Cool. Jo, danke. Monsterzaumzeug. Wir hätten noch ein Bild von einem Leuten oder so, ne? Das ist der Griok. Habe ich ein Bild von einem weißen Leuten? Ach nee, das ist der Eisgriok hier, ne? Den Eisgriok haben wir. Wir hätten noch den Gigama. Könnten wir den Eisgriok holen. Aber so einen weißen Leuten wäre eigentlich auch geil, ne? Das ist ein Eisgriok leider. Das ist ein Leune im Untergrund oder so. Weißer Leune wäre eigentlich geil noch.
Ich gehe einen weißen neuen holen. Wenn ich mich recht erinnere, war der denn? Der müsste eigentlich direkt hier gewesen sein, irgendwo. Hier, glaube ich. Aber bevor ich hier weggehe, damit wir ein bisschen einfacher wieder hier hinkommen. Weil ich weiß genau, wo einer ist. Und zwar... ja, der da. Dann mache ich ein cooles Bild von einem weißen Leuen noch. Oder ein silberner Leuen, besser gesagt. Weil die sehen ja auch crazy aus. Können auch mal gerne unser Album schauen und wirklich auswählen, was die geilsten Monster sind. Also die am coolsten einfach aussehen. Also Leune würde ich auf jeden Fall gerne dazu packen. Also lieber als so ein Bockblind oder sowas. Wir haben ja einige Monsterchen hier. Hyrule Handbuch. So. Monster sollten es sein. Ach, hier sind auch Tiere. Ah, wait. Okay. Feuerflederbeißer. Ja, die nicht. Diese Schleimdinger. Okay, cool. Auch, ja. Alter, die Dinger hier, ne? Hoho, die Gyptos. Ja, weiß ich nicht. Die sind doch vielleicht ein bisschen scary. Schwarzer Bossbock. Okay, weißer Bossbock. Silberner Moblin. Ja. Oh, diese Kriegerkonstrukte sind vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Oh, die Blockkonstrukte sind ja auch geil. Die wären ja geil. Gamma-Blockkonstrukt. Oder hier, Jäger-Offizier. Oh, diese Magma-Rocks. Stimmt, die sehen ja auch geil aus. So richtig leuchtend. Moldora ist nicht so funny. Oh, man kann auch ein Bild von einem Drachen. Ich gehe Zelda fotografieren. Ich mache ein Bild vom Weißdrachen. Let's go. Wenn die als Monster zählen? Eldra, Nydra, Farodra? Frostgeira? Weißdrache. Oh. Darf ich Bosse fotografieren? Alles klar. Ich werde einen Weißdrachen suchen und ich werde Frostgeira suchen. Weil diese zwei Monster sehen absolut crazy aus. Das Problem ist, ich muss finden, wo... Frostgeira ist nicht so das Problem, das weiß ich ungefähr. Da gab es hier hinten diesen, ja, da. Inupoyopsumi. Oh mein Gott. Ja, let's go. Scheiß auf den Leuten. Ich hole mir Frostgeira einfach. Wenn das geht. Alter, das wäre so geil. Das wäre so geil. Und auch noch Zelda einfach. Also der Weißdrache. Ihr versteht, was ich meine mit was geil aussieht. Oh, es geht! Boah. Austauschen, ja. Ich will natürlich ein richtig geiles Bild haben, ne? Da, so. Ja, Alter. Das sieht besser aus. Das sieht noch besser aus. Geil. Okay, let's go. Frostgeira geht auch zur Monstersammlung. Alter. Ja, ich mach das jetzt richtig geil. Ich baller da die geilste Sache, die es gibt. So, ich fliege jetzt nach hier. Fall von da runter und versuch Zelda zu finden. Alter, ist das geil. Wir können den einfach nutzen für die Sammlung. Alter, ich hoffe, ich kann die noch austauschen oder so. Einfach Bockblind weg und Horrorblind weg und dann packe ich da noch weißer Leune. Octocos finde ich nicht so cool. Der kann von mir mir gestohlen bleiben. Ich
Ich kletter erstmal hier hoch. Vielleicht sehe ich ja. Was für ein Lack habe ich bitte? Das ist der Weißdrache, oder? Was ist denn das? Es ist Zelda, ja. Okay. Ich behalte das Bild, weil das immer noch cooler aussieht. Also in diese Richtung. Okay, da hinten ist er irgendwo. Dann gehe ich doch besser hier hin. Nochmal einfach. Ich markiere mir das einfach. Okay, das ist gerade da. Dann würde ich ja besser hier hingehen, ja. Alter, ich mache ein Bild von Zelda. Oh ja. Oh ja. Let's go. Alter. Wenn das geht, ne? Holy shit. Das wird so geil aussehen. Ich würde so gern diesen Bockblind und diesen Horrorblind austauschen, weil die einfach nur scheiße sind. Okay, da ist Zelda. Ja, ist mir egal, ob ich kalt habe. Okay, die fliegt in diese Richtung. Da wäre es ja doch besser, wenn ich hier hingehe. Dann kriege ich ein besseres Bild. Vor allem bin ich da auch höher. Oh, geil, Alter. Ey, ich werde das jetzt aufs Maximum treiben, ne? Mit diesen Bildern. Vor allem, da steht ja auch, in dem Foto steht Monstersammlung drin. Du kannst die einfach als Monster fotografieren. Einfach nur nach oben. Okay, diese Kriegerkonstrukte sehen natürlich auch nice aus. So, Zelda dürfte auf dem Weg nach hier sein. So, Zelda, wo bist du? Sie war doch hier irgendwo. Da unten ist sie. Ich treib's auf die Spitze und es ist mir egal. Weil ich einfach nur ein absolut geiles Foto haben will. Von einem Drachen. Jetzt dreht sie ab? Ernsthaft? Jetzt dreht sie ab in die Richtung? Toll, hätte ich das vorher gewusst. Ja, wow. Ist egal, ich werde hier Zeit für investieren. Ich werde da richtig geil Zeit jetzt reinpacken. Ich dachte am Anfang nur so, okay, wenn ich Griokönig habe, ist schon alles geil. Aber wenn ich einfach fucking Frostgeira und Zelda als Monster nehmen kann. Ich würde gerne so eine Drachenkollektion am liebsten machen. Da ist sie. Damit wir noch näher rankommen, gehe ich jetzt hier auf diesen. Oh, hier ist ein Ballon. Damit kommen wir nochmal nach oben. Sehr gut. Alter, wir machen hier richtig geile Fotos. Wir machen jetzt richtig geile Fotos. Alter. So, let's go. Ich tausche das aus, weil das cooler aussieht. Okay, wir haben Zelda als Bild einfach. What the fuck? Ich werde trotzdem nochmal hier unten hingehen.
und den Leunen holen. Weil, jetzt haben wir ja den. Ne, jetzt haben wir ja Zelda als Bild. Frostgeira. Was war denn der Boss? Was war denn der Boss vom Feuertempel nochmal? Ach, das war diese. Hier, wie hieß sie denn? Dodonga? Nee. Wie hieß sie noch? Ich hab schon wieder vergessen, ne? Boldogoma. Genau. Alter, das wäre auch ein geiles Bild. Ist die richtige Richtung, ne? Ja. Ich müsste eigentlich auf so einem Baum landen. Diesen Baum da zum Beispiel. Tag. Ich wollte eigentlich noch, dass es in die Angriffsanimation geht. Aber. Ja, genau so. Genau in diese Angriffsanimation. Aber, okay. Jetzt müssten wir eigentlich noch in den Untergrund und irgendwie Lucky sein. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie versuchen, Boldogoma zu finden. Ich probiere es mal. Da. Okay, ich habe einen Spot gefunden. Okay, ich hab zwei Spots gefunden. Und zwar, da waren wir tatsächlich schon. Oh, hier. Genau hier. Perfekt. Alter, wir machen einfach von Boldogoma noch ein Bild. Junge. Ist das geil. Scheiße. Wir haben einfach Luck. Wir haben sowas von Luck einfach nur. Oh my fucking God. Alter. Ja, moin, Alter. Gib mir bitte. Boldo fucking Goma. Ja, moin. Leck mich. Übrigens, hier unten wäre genau auch nochmal ein Boldo Goma. Nice. Boah, da habe ich genug gehabt, dass ich das noch irgendwie gefunden habe. Okay, nice. Nice, 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 nice. Okay, wir haben jetzt richtig geile Bilder. Wir haben einmal dit hier, wir haben den silbernen Leunen, wir haben Zelda, den Gigama, da scheiße ich drauf, ganz ehrlich, auch auf den Bivarok. Wir haben Frostgeira. Wo ist Frostgeira? Ach, hier, da, ja. Frostgeira, Zelda. Alter Schwede. Das ist crazy. Frostgeira, Boldogoma, Alter. Okay, let's go. Das ist ja fucking geil. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.